Warum ich jetzt diese Karte oder allgemein jetzt eine Karte gesucht hatte, weil mir kam ganz einfach dieser Hinweis, dass ich dir das jetzt mal aufzeigen sollte. Russland ist an sich ein besonderes Land. Auf der einen Seite ist es ein Land, aber auf der anderen Seite ist es eine eigene Zivilisation. Und je nachdem, wo man sich befindet, so eine Energie hat man, so solche Landschaft sieht man und solche Bilder bleiben dann bei einem über Russland hängen. Also du siehst es jetzt, das große Russland, wie gesagt, da ist die Hauptstadt Moskau. Auf Russisch heißt das Moskwa, die Hauptstadt. Und jetzt ist es die Hauptstadt Russlands. Und du siehst es, dass es eigentlich ganz im Westen Russlands ist. Und aber Russland geht ja, der größte Teil Russlands, das ist hier ab Moskau sozusagen. Und die meisten kennen Russland nur durch den westlichen Teil Russlands. Also das ist halt jetzt nur durch diese Region, manche fahren halt nach Moskau oder St. Petersburg. Das sind so die gängigsten Ausflugsziele der Menschen. Doch Russland ist eigentlich weit mehr. Großteil der Menschen sagt, dass es bis Europa sozusagen, also bis zu Uralgebirge, hier verläuft das Uralgebirge, dass es bis dahin sozusagen Europa ist und alles andere ist es schon nicht Russland. Es ist folgendes, dass bis dem Uralgebirge, also hier, ich hoffe, du siehst es, den Mauszeiger, das ist hier noch, gehört zum europäischen Kontinent sozusagen. Also, und hier ist es schon der asiatische Kontinent. Und durch Russland verläuft dann diese Grenze, vereinfacht gesagt, zwischen dem europäischen Teil und dem asiatischen Teil. Also die eurasische Region, wie gesagt, in Russland ist es, hat man einfach da eine Trennlinie gemacht. Dazu sage ich noch, warum. Vor langer, langer Zeit war es so, nachdem die große Tartarie, welches den gesamten Gebiet hier auch hatte, wie gesagt, asiatischen, europäischen und so weiter, war die Tartarie im östlichen Teil nur noch gewesen hier. Und wenn du bei den ein und anderen Konferenzen warst von uns, dann kannst du dich vielleicht erinnern, wo ich mehrmals schon gesagt hatte, dass über das sogenannte Uralgebirge hier sind unsere Vorfahren damals vom Norden gekommen. Also im Norden lag dann die Dare, die Urheimat, und die sind dann über das Uralgebirge gekommen und zuerst mal nach Sibirien, von hier so Belavodja, also dann, wie gesagt, diese Region. Und von dort aus haben die sich angefangen dann, ein Teil ist dann nach hier über die Beringstraße gegangen, nach Nord- und Südamerika, ein Teil dann nach Süden, zu den Indern auch, ein Teil ist dann zu den Persern gegangen und ein Teil unserer Stämme ist dann hier nach Europa gegangen. Du siehst nur jetzt Karte jetzt von Russland. Und darum hat man gesagt, also halt aus der europäischen Sicht, dass bis zum Uralgebirge, das ist noch Russland sozusagen, also Europa quasi noch, ja. Und alles andere ist schon was anderes. Und da hat man eine künstliche, ich betone, eine künstliche Trennung gemacht, weil Europa, das, was wir kennen als Europa in der Form, ich meine jetzt nicht die EU, sondern als Europa, als diesen Teil Kontinents, eigentlich ist es ein politisches Projekt gewesen. Aber es ist ein anderes Thema. Einfach mal nur zum Überlegen, ist es dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass alle Kontinente bis auf einen mit A beginnen. Amerika, Australien, Afrika, Asien, nur Europa mit E. Einfach mal so, nur zum Nachdenken. Und darum ist es so, wie gesagt, dass der Großteil der Menschen, die sind nur hier in dem westlichen Teil Russlands. Und hier im westlichen Teil Russlands lebt auch die große Mehrheit der Menschen in Russland. Also hier in dem asiatischen Teil, auf dieser Riesenfläche, hier leben circa, Pi mal Daumen, 20 Millionen Menschen. Nur. Also so wenige leben auf einer
Fläche, wo in Russland würde, ich glaube, 50 Mal Deutschland passen. Und von der Seite, was, wenn wir in Russland sprechen, dass es nicht weit sozusagen ist, dann ist es nach russischen Verhältnissen nicht weit. Nach deutschen Verhältnissen ist es so, jetzt vielleicht 50 Kilometer mal zu fahren, und nach russischen Kilometern nicht weit ist es 500 Kilometer zum Beispiel zu fahren oder 1000 Kilometer. Ich kann es dir sagen, wo wir sein werden, also wir werden hier sein. Ganz kurz, siehst du hier den Zeiger in Altaiski Krai? Hier, den Mauszeiger ganz unten. Ganz unten, siehst du? Einfach mal ja oder nein, damit ich mal weiß. Altaiski Krai. Ja, gut, alles klar. Also wie gesagt, wir sind hier in Altaiski Krai. Und du musst einfach mal wissen, wie gesagt, die Reise geht hierher nach Russland. Wir fliegen hier mit dem Flugzeug nach Barnaul. Und bis Barnaul, also von München, da ist irgendwo München, bis Barnaul sind 6000 Kilometer, was wir zurücklegen werden, um nach Russland zu kommen. Und in Russland, wie gesagt, sind das andere Verhältnisse, über die man schon redet. In Russland gibt es ja weit mehr als eine Zeitzone, und auch Nationen und so weiter leben da auch unterschiedliche. Direktflug? Nein, es ist so, dass die meisten Flüge, danke der Nachfrage, die gehen über Moskau. Auch wenn du, egal wohin, nach Russland fliegst, in den meisten Fällen wirst du über Moskau fliegen. Und da ist es wichtig auch zum Aufpassen, dass es all diejenigen, die vielleicht selber mal vorhaben, irgendwann nach Russland zu fliegen, dass wenn man von Ausland kommt, landet man in einem Flughafen. In Moskau gibt es drei Flughäfen. Sheremetyevo, Domodedowo und Vnukovo. Und je nachdem, wenn es zum Beispiel ein Flug ist im Landesinneren, also in Russland direkt, dann kann das sein, dass man in einen Flughafen geleitet wird. Wenn man aus dem Ausland kommt oder ins Ausland fliegt, muss man vielleicht einen anderen Flughafen verwenden sozusagen dafür. Und damit kann passieren, also halt wenn man zum Beispiel sowas nicht weiß, dann landet man zum Beispiel in Domodedowo, wegfliegen muss man aber vielleicht von Vnukovo, also beispielsweise, oder von Sheremetyevo. Ja, wie gesagt, Moskau hat drei Flughäfen. Und dann muss man schauen, wie man von einem Flughafen zum anderen kommt, und oft ist es so, dass die Zeitspanne 2,5 bis 3 Stunden liegt zwischen den Umsteigen, und dann kann man schon schnell seinen Weiterflug verpassen, weil wenn man in Moskau im Stau hängen bleibt oder der Flug sich ein bisschen verspätet, dann kann man schon, wie gesagt, den anderen Flug nicht erreichen. Und Direktflüge, die gibt es auch nach Russland, je nachdem in welche Städte. Aber nur, dass du ganz einfach weißt, wenn du mal nach Russland fliegst, dass es die meisten Flüge gehen über Moskau. Und das ist der Grund, warum wir alle als eine Einheit, als eine Gruppe von München wegfliegen werden. Damit das nicht passiert, dass man der eine mal von Wien fliegt, der andere von München, der dritte von Hannover, und dann kommen die nach Russland, die Menschen, ja, nach Moskau meine ich, und weiter. Da wissen sie nicht, wohin und so weiter, welcher Flug. Und darum, um das Ganze zu vermeiden, werden wir eine Gruppe von Menschen, wie gesagt, wird von München wegfliegen. Darum all diejenigen, wie gesagt, die Interesse oder auch Flugfliegen haben, nur dass die auch wissen, wir fliegen alle gemeinsam von München weg, um auch das zu vermeiden. Ja, wie gesagt, das die unterschiedlichen Flüge, weil das ist dann echt schade, wenn die Menschen nach Russland kommen, alles gebucht und so weiter. Wann wird das, sage ich noch. Aber ich möchte kurz nochmal einfach an russischen Verhältnissen mal zeigen. Also kurz zur Information. Ich hoffe, du siehst jetzt den Mauszeiger wieder, der ist hier unten in Barnaul. Ich bin hier geboren, Tomskaya Oblast. Also ich bin hier in Tomsk, ich hoffe, du siehst jetzt den Mauszeiger, nochmal hier bei Tomsk. Also ich bin hier in Tomsk geboren. Und da ist Tomsk nicht weit, wie gesagt, von Altai,
Und trotzdem sind hier ungefähr, also Pi mal Daumen, in der Unterschied sind ungefähr 1000 Kilometer. Also das ist jetzt hier, wo ich den mit dem Mauszeiger jetzt rumfahre. Das sind ungefähr 1000 Kilometer Unterschied. Also wie gesagt, da würde Deutschland passen. Also hier nur allein jetzt in dieser Region würde allein Deutschland passen. Das ist wirklich der Hammer. Also wie gesagt, von da nach da sind, also halt in den Regionen, wo wir sein werden, sind es ungefähr 1000 Kilometer. Pi mal Daumen, wie gesagt. Darum, wenn wir in Russland sagen, dass es nicht weit ist, ist es wirklich nicht weit sozusagen, also nach russischen Verhältnissen. Und die Sibirien, wie gesagt, ist eine ganz besondere Region. Und für all diejenigen, da kann Russland ja ganz Deutschland aufnehmen. Also Platz gibt es genügend in Russland. Weil, so. Und also jetzt möchte ich kurz mal zu Russland was sagen. Also ich habe es ja gesagt, heute wird es eine informative Sendung auch über Russland sein. Schau her, Russland ist zwar der Oberbegriff für eine große Zivilisation. Nochmals, dass du dich mal gewöhnst, Russland ist nicht nur ein Land, sondern auch eine eigene Zivilisation. Und da gibt es, wie hier unten, wie gesagt, auch in Berge in der Altai-Region. Ja, es gibt aber auch wie Steppen hier. Oder auch hier bei Kasachstan und so weiter gibt es auch Steppen. Hier in der Region und so weiter. Also hier gibt es alles. Bildlich, einfach mal so bildlich, wenn du dir vorstellst, das Großteil der Menschen, der lebt nicht in den nördlichen Gebieten hier. Dort lebt eigentlich die Minderheit. Großteil der Russen, wie ich schon gesagt hatte, im Westen lebt das. Und zusätzlich nach Graden sozusagen, also je nördlicher nach oben geht man, umso weniger Menschen leben da. Weil, wenn hier unten bis plus 50 ist, manchmal, also halt so warm kann sein, auch dann oben bis minus 50. Also so starke Temperaturunterschiede gibt es dort. Und grundsätzlich, wie gesagt, kann man in Russland alles haben. Und was die Menschen, also an Landschaft und so weiter, doch was die Menschen viele berührt, das ist diese Landschaft, diese Weite. Nicht umsonst sagt man die große russische Seele. Weil die Russen, die, wenn die in so einem Land leben und dann kommen die in ein kleines Land zum Beispiel, wo alles klein, eng ist und so weiter, dann sind dann natürlich ganz andere Verhältnisse, was sie so in Russland gewohnt sind. Die brauchen Weite, die brauchen Platz. Und unter anderem hat das auch damit zu tun, also der Ausdruck, die große russische Seele, weil die halt in so einem großen Land leben. Und das Land prägt auch die Menschen, wie die Menschen natürlich auch das Land. Grundsätzlich ist es so, dass all diejenigen, die mal einfach schöne Städte erleben wollen, für die ist natürlich Moskau und St. Petersburg mal interessant. All diejenigen, die mal abseits das wahre Russland sehen wollen, denn Russland ist nicht Moskau und nicht nur St. Petersburg, das ist das, was die meisten kennen, macht das Sinn, wie gesagt, auch in Osten Russlands zu gehen. Wie gesagt, ich bin hier in Tomsk geboren und einfach zur Information, vor Deutschland, also vor der Abreise nach Deutschland, sind wir mit meinen Eltern von Tomsk-Gebiet hier, sind wir nach Saratow hier gefahren, wo hier war früher, die Wolgadeutschen haben hier gelebt, also unsere Vorfahren, die nach Russland ausgewandert sind, haben unter anderem hier in dieser Region gelebt, also Saratow und so weiter. Und kurz zur Information nochmal, hier, die Stadt heute, die Wolgograd heißt, die hieß früher Stalingrad. Und vor der Stadt stand ja die Wehrmacht schon. Und das war unter anderem der Grund, warum von der Wolga-Republik hier die Deutschen deportiert wurden. Weil die Sowjetregierung, wie gesagt, befürchtet hatte, dass die zu der Wehrmacht drüber laufen. Darum haben die sehr Großteil nach Tomsk, also halt oder hier nach Sibirien und nach Kasachstan deportiert. Und in russischen Verhältnissen, wie gesagt, sind wir von Tomsk auch mal mit dem Zug mehrere Tage auch gefahren, also damals noch. Ja. Und da ist komplett eine andere Landschaft. Weil hier, das sind Wälder, Nadelbäume, wohin man schaut,
Also unser Dorf, wo wir dann im Dorf gelebt haben, wurde in der Taiga Wald gerodet und dort hat man dann ein Dorf gemacht. Also 2 Kilometer in eine Richtung, 2 Kilometer in die andere Richtung, Wald bis zum geht nicht mehr sozusagen. Ja. Der riecht. Das ist der wesentliche Unterschied, was ich auch zu Deutschland feststelle. Wie gesagt, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich ja auch den bayerischen Wald. Und der Wald riecht nicht. Ich weiß nicht warum, aber der Wald riecht nicht, als ob er künstlich ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist er sogar künstlich, keine Ahnung, ja. Aber der riecht nicht. In Russland, wenn man in den Wald geht, der riecht, ach, da ist, dass da sozusagen der Kopf wegfliegt. Und darum ist Sibirien eine der besonderen Regionen. Und für all diejenigen, die mal ein anderes Russland, ein energetisches Russland, ja, in Polen auch, ja, also danke auch für die Bestätigung, dass es auch in Polen auch so ist. Und, aber wie gesagt, in Deutschland, entweder nur ist beim Bayerischen Wald so oder ist es grundsätzlich so. Und kurz zur Information, da wo wir sein werden, wie gesagt, wir sind ja hier und all diejenigen, die sich noch mit dem Vedischen beschäftigen und auseinandersetzen, hier in Omsk, dort in der Region hier, dort war früher der Askar, einer der Askars, also der Stadt der Götter, die von unseren Vorfahren errichtet wurde. Darum, diese Region hier allgemein, auch Sibirien und so weiter, aber diese Region insbesondere, das ist von der vedischen Energie her eine ganz besondere Region. Darum, all diejenigen, die sich mit dem vedischen mehr auseinandersetzen wollen, mit ihrem Uranerbe, mehr darüber erfahren, auch energetisch wollen, für die macht das Sinn, allgemein mal in diese Region zu fliegen. Und wie gesagt, wir sind dann hier und kurz einfach mal zur Information. Wir landen hier in Barnaul, ja, und von Barnaul fahren wir dann noch mit dem Bus, wie gesagt, werden wir da abgeholt, circa 5 Stunden noch hier in dieser Region. Also Gorno-Altaisk und so weiter hier. Irgendwo sind wir. Da gibt es viele Dolmen. Dolmen gibt es in Russland sehr viele. Großteil der oder sehr viele Dolmen gibt es hier im Kaukasusregion. Also mein Bruder ist jetzt hier, ich hoffe, du siehst jetzt den Mauszeiger Krasnodar. Und hier nicht weit von Krasnodar ist eine Familienlandsiedlung mit Russia, wo die dieses Jahr feiern werden. Und darüber, wie gesagt, wird es nächsten Dienstag eine Konferenz geben. Aber hier in dieser Region, da gibt es sehr viele Dolmen. Und da hat die Bianca gefragt, wo der Friemann lebt. Also der Friemann lebt, Moment mal, Novorossiysk, da, Grozny. Also der Friemann lebt irgendwo hier. Ja, also da ungefähr ist er. Also nicht weit auch vom Schwarzen Meer. Also wie gesagt, da ist irgendwo Abchasien. Und heute geht es ja um Altai und um die Reise nach Altai. Warum ist dieses Jahr die Altai-Reise so wichtig auch? Erstens ist Altai, das sagt auch mir der Oleg Pankow immer wieder, ist mit Rügen, also mit der Insel in Deutschland, ist die geistig verbunden. Und darum, das war für mich auch sehr wichtig, dieses Jahr nochmal die Altai-Reise mitzumachen, weil so auf der metaphysischen Ebene Deutschland und Russland miteinander zu verbinden. Weil zuerst ist da die feinstoffliche Ebene und dann die grobstoffliche Ebene. Und darum wird es sehr wichtig sein, also wie gesagt für mich, ich fliege auf alle Fälle dorthin und all diejenigen, die mitwollen, können gerne mitkommen. Die Reise, kann ich nur sagen, ist auf 15 Personen begrenzt. Weil von den Verhältnissen dort, wie gesagt, wir haben einen eigenen so Kurort quasi für uns und es wird dort gearbeitet mit den Menschen. Und auch mit dem ganzen Transport und. Also ist auch die Reise nur auf 15 Personen begrenzt. Und dieses Jahr mache ich diese Reise dorthin nach Altai, wie gesagt, hier in den südlichen Teil Russlands eigentlich. Und ob es nächstes Jahr oder andere jetzt Jahre ich noch überhaupt nach Altai jetzt fliege, kann ich jetzt nicht sagen. Weil Russland hat so viele Orte zu bieten, wie gesagt, du siehst es ja, unter anderem möchten wir eine Reise jetzt dieses Jahr wird nach Altai geben, also eine spirituelle, geistige Reise nach Rügen, somit wir Deutschland und Russland miteinander auch auf der metaphysischen Ebene verbunden.
Höchstwahrscheinlich nächstes Jahr machen wir eine Reise hier zu den Dolmen, also eine ausführliche Reise mal hierher. Und auch eine Reise werden wir machen ganz in den Osten Russlands. Entweder hier sogar auf Kamtschatka. Kamtschatka ist eine besondere Region, wo, ich glaube, Geyser oder irgendwie so heißt es, also wo Vulkane noch sind. Und da gibt es hier in Russland, wie gesagt. Und irgendwann mal machen wir eine Expeditionsreise, all diejenigen, die auch alte Bauten sehen wollen, auch all diejenigen, die den Vortrag von mir gesehen haben, auch bei den Chiemgau, wo ich alte Karten gezeigt habe und Bilder von alten Megalithen. Also in Russland gibt es sehr viele Pyramiden und Megalithen und dorthin wollen wir auch mal Reise machen. Darum, wir wollen jetzt dieses Jahr die Altai-Reise machen und ab nächstes Jahr werden wir halt andere Orte auch besuchen. Und darum, diejenigen, die halt nach Altai kommen wollen, unbedingt, ja, sollen dieses Jahr die Möglichkeit nutzen. Seewaldreisen, genau. Gerusia-Reisen. Auch Seewaldreisen. Aber das war eine Idee, mal unsere Firma so zu nennen, auch Seewaldreisen. Wie gesagt, wir wollen das machen, aber natürlich irgendwann mal auch Moskau und Sankt Petersburg, das kommen auch dann die Städte, doch in erster Linie geht es auch mehr um Russland zu erkunden. Darum einfach nochmals für Verständnis, warum dieses Jahr diese Reise, wie gesagt, einmalig ist in der Form, weil wann es nächstes Jahr oder nächstes Mal überhaupt so eine Reise gibt, kann ich dir jetzt nicht sagen. Thank you.
Wie hat das auf euch gewirkt? Schreibt einfach mal eure Wahrnehmung. Berührt, dass ich gar nichts sagen kann. Da fühlt man sich echt lebendig, da bin ich zu Hause. Fantastisch, ja. Heimweh. Wie ein Mensch, so wundervoll anzutauchen für die Seele, ja. Einfach fantastisch. Da kann man auch danken. Genau, da kann man auch danken, Bianca. Das werden wir alle tun. Auch unsere Seelen werden dort richtig aufgetankt und richtig Energie bekommen. Es ist schwer, etwas zu sagen. Sehnsucht noch und noch. Eine schöne Gegend. Ist das Altai nicht ein Erdbeben? Ja, in Altai passieren auch mal Erdbeben. Ja, das stimmt schon. Ist doch die Oberpfalz auch, ja. Wie gesagt, aber da, wo wir sind, kümmert uns das nicht. Ich will sofort einwandern. Ja, gut. Dann nicht mehr so hoch bauen, ja? Da baut man nicht hoch, ja. Ich will auch, die Weite ist spürbar, tut gut. Ja, ich habe es, wie ich schon gesagt hatte, all diejenigen, die mitkommen werden, die werden lange Zeit, also ich bin mir sicher, für den Rest ihres Lebens diese Reise in Erinnerung haben, weil so eine besondere Region wie die Altai-Region, gibt es noch ein paar Flecken, so ein paar Orten noch auf der Erde, und darum gehört, ist die Altai-Region einer der energiestärksten Gegenden überhaupt. Viele Russen sagen, das ist die stärkste Energiegegend überhaupt auf der Welt. Was kostet die Reise? Dazu kommen noch. Konntet ihr hören, als ich gesagt hatte, dass wir das besuchen werden? Als im Video so ein Kloster gezeigt wurde auf einer Insel, dass ich gesagt habe, das werden wir auch besuchen. Konntet ihr das noch hören? Ja, gut. Also wie gesagt, unter anderem das werden wir besuchen. Auch weil es ist ein besonderer Kloster dort, wo sehr viele Christen auch sagen, also halt, sie ist dort jetzt christlich gemacht, aber die Energie ist ja die vedische dort. Auch und sehr viele sagen, dass dort auch Heilungen geschehen bei den Menschen und auch regelrechte Wunder. Und oh, allein schon, wenn ich das ausspreche, habe ich Gänsehaut. Und also unter anderem das werden wir auch besuchen. Und ich habe es nicht gehört, aber ja. Gut, jetzt sage ich noch mal was zu der Reise an sich selber. Ja, und so. Gut, ne, Moment mal, ich zeige es einfach mal nochmal und dann stoppe ich das mal am Bild. Moment mal, ich tue einfach mal kurz aufzeigen, wo das war. Einfach mal zu zeigen, warum ist diese Gegend dort so besonders. Da. So. Siehst du jetzt denn das Bild hier? Das ist auch alt, genau, ja. Gut. Also unter anderem, wie gesagt, das hier, das steht auch bei uns im Programm. Also das werden wir auch besuchen. Und also all diejenigen, die dabei sein werden, wie gesagt, hier werden wir auch sein. Über diese lange Brücke werden wir gehen und auch hier auch ja, bestimmte Zeit verbringen. Was? Über die Hängebrücke? Ja, über die Hängebrücke, Rose. Und wie gesagt, auch hier diese Energie auch dann aufbauen. Und das ist eine besondere Insel hier mit dem besonderen Tempel, wie ich schon gesagt hatte.
Also auch in Russland ist es so, dass sehr viele, die nach Altai reisen, die sagen unbedingt, dass man diese Gegend auch besuchen sollte. Weil die Altai-Region ist so besonders, da sagte mir auch der Alec und Jelena, die auch aus der Altai-Region kommen, aus Barnaul, die sagte, das ist so kraftvoll, die Gegend, dass man nicht lang, stundenlang meditieren muss und so weiter. Man setzt sich nur hin und nimmt wahr. Und dann kommen schon einem die Bilder, Energien und und. Also Sachen passieren da. Das ist einfach unglaublich. Und darum wird das auch, was die spirituelle, geistige Gesundheit angeht, diese Reise ist genau die richtige dafür, wenn die Menschen an sich auch arbeiten wollen. Und was der konkrete Inhalt sein wird, das sage ich jetzt noch zu der Reise. So, und voilà. Erstmal zu den ganzen Informationen. Um was geht es überhaupt? Siehst du alles auf der, ich hoffe, du siehst es auch mit dem, genau, passt, ja, gut. Also, ich gebe auch, wenn Interesse besser zu lesen ist, hier, das ist auch nochmal, auch in PDF-Form, auch nochmal, das ist das gleiche Unterschied, dann später auch im Newsletter, also in dem Infobrief, das Ganze raus. Also die Reise haben wir genannt Erholungsreise in den heilsamen Altai. Es ist ein neuntägiges Gesundheitsprogramm. Wie gesagt, die Gesundheit ist hier das Wichtigste, was wir verbessern, auch uns stärken und so weiter. Und Gesundheit aber nicht nur für den Körper, sondern für Geist, Seele und Körper. Veranstalter ist in dem Fall die Familienstammesakademie für vedisches Heilwissen, Rot. Also das ist in Russland organisieren das Alec und Jelena Pankow, mit denen wir auch dieses Jahr noch auf Tour sein werden. Und in Altai, weil die aus Altai kommen, wie gesagt, kümmern die sich auch dort das Ganze, um den ganzen Transfer, auch Ort haben die ausgesucht, auch die ganzen Übungen, was wir da durchgehen werden, das werden die alles machen. Organisator in Deutschland für Flug, Visum, Marketing und all die ganzen Sachen, sonstige Gespräche, auch Übersetzung und so weiter, das bin ich in Deutschland. Darum, wie gesagt, veranstalten tun wir dort, ich bin in dem Fall der Organisator. Meine Kontaktdaten, Dauer, und da ist es folgendes, in Russland ist es vom 27. Juli bis zum 4. August wird das, von München aber werden wir wegfliegen am 26. Juli schon. Also all diejenigen, die halt mit dabei sein wollen, dass die wissen, am 26. Juli geht's los. Und Rückflug in dem Fall ist dann der 5. August 2016. Anreise ist vom Flughafen in also halt Abflug von München, wie gesagt, und Rückflug dann von Barnaul, direkt nach München zurück. Und von dort können dann die Menschen zu sich nach Hause fahren, dann wo die halt sind. Dann ist es so, wenn wir in Russland sind, vom Flughafen in Barnaul geht es circa eine 5-stündige Busfahrt nach Ust-Muna. Also es ist eine Kreisstadt halt dort in Barnaul, wo wir sind. Und dort, du siehst es auch am kleinen Bild, das ist, wir sind dort auf dem Landgut Tandalalai, heißt es so. Und wir leben dort in Blockhütten und unmittelbar am Fuße von Katun. Also das ist halt im Bergaltai und dort, wo dieses sagenhafte Fluss Katun fließt, da an dem Fluss sozusagen leben wir auch dort, also die ganze Tage. Und dieses Landgut, es ist nur für uns da. Also es ist niemand außer uns dort, keine weiteren Touristen und so weiter, weil es sehr viel Arbeit gemacht wird, also auch dann individuelle, spirituelle Arbeit und so weiter, sind wir dann quasi unter uns. Eine Gruppe von 15 Personen, also maximal sind es 15 Personen, die mitkommen können. Und das geht so nach den Anmeldungen und wie gesagt, bekommen die Menschen auch dann den Platz. Und Ausstattung, das sind Schlafräume, also gibt Kühlschrank, WC, Dusche, Badewanne, zwei Stunden. Und da ist wichtig, fast jeden Tag werden wir in der russischen Baña baden. Wie gut zu Fuß muss man sein? Also es ist so, wir werden jetzt nicht hunderte Kilometer gehen, ganz einfach, also man muss halt gehen können, sozusagen. Es ist so, dort in Altai, in Russland, dort ist auch ein Bustransfer für uns da. Also, wie gesagt, es werden bestimmte Busse dort angemietet, die uns ständig fahren.
Und wie gesagt, wir müssen eigentlich dann nichts Großes machen. Also dort sind auch schon Leute, die nur für uns da sein werden, was den ganzen Bustransfer angeht. Und man muss halt gehen wandern, ja, wie die Danke sagt, Harald. Also zu stark anstrengend wird das nicht, weil, wie gesagt, wir werden im Großen und Ganzen auch dorthin gebracht, auch zu den Orten. Ausrüstung, dazu kommen wir noch. Geduld. Geduld, alles mit der Ruhe. Wie gesagt, und fast jeden Tag werden wir in der russischen Banya. Also das ist halt wie die Sauna, nur Banya, also russische Banya, wo man sich noch mit Birkenblättern so auch noch haut, auch die Poren aufzumachen und so weiter. Also jeder, der mal in so einer russischen Banya gewesen war, der weiß, wie traumhaft das Ganze ist, wo man so richtig aufatmet und richtig lebt. Und auch dort auf dem Landgut ist es auch für uns da. Das ist wie gesagt, wie die Dampfsauna, nur auf die russische Art und Weise. Und ich garantiere, das wird gut sein. Es gibt auch ein Hütefass, also wo man bis zum Kopf sozusagen in so ein Fass einsteigt und auch mit Kräutern, mit Dampf auch gereinigt wird. Dort gibt es ein Schwimmbecken, einen Erholungsraum, offene Veranda zum Erholen, zum Reden dann untereinander. Grillen, Billard, auch Fernsehen und so weiter. Ja. Also da herrscht noch sauber gesunde Luft. Also das ist auf alle Fälle, denn wenn wir überlegen, wie viel Luft wir einatmen, ein Kilo, dann ist es viel mehr, als wir täglich die also so physische Nahrung zu sich essen. Und darum, Altai ist ein Luftkurort. Und jeder, der auch was für seine Gesundheit, wie gesagt, machen möchte, für die Lungen auch unter anderem, ist in Altai herzlich willkommen. Und jetzt kommen wir auch dann zu den Preisen, zu den Kosten. Also alles drumherum kostet die Reise 2.990 Euro. Und wir haben einen Frühbucherrabatt gemacht für all diejenigen, die bis zum 15. Mai ihr Ticket gebucht und bezahlt haben, kostet 2.790 Euro pro Person. Wie gesagt, inklusive Frühbucher. Und ab dem 15. Kostet dann die Reise zum regulären Preis von 2.990 Euro. Und ich garantiere, jeder Euro, den man investiert in sich und in diese Reise, das ist das Geld wert. Und was, zur Information noch, bei Bezahlung sieht das so aus, wenn jemand sagt, gut, der möchte dabei sein, muss man 700 Euro nach Russland überweisen, direkt. Also die ganzen Sachen, Konto und, sage ich alles. Und dann die andere Hälfte von den 1.500 Euro als Einzahlung hier zu machen. Das ist notwendig, um auch dann die im Preis des Visum und Flug auch erhalten. Und darum, wie gesagt, muss man dann die erste Einzahlung auch dann so splitten. Und dann ist es so, einfach gesagt, wenn jemand gesagt hat, gut, der möchte, hat schon die Einzahlung auch gemacht und aus welchen Gründen auch immer, sagt dann später, Woche, zwei, keine Ahnung, ja, der möchte doch nicht, dann verfallen 50% von dem Geld. Und weil Visum und Flug, wenn das gemacht ist, ist das Geld sozusagen weg, auch dann sind, wie gesagt, rund 750 Euro, also die 800 Euro, was auch dann nur hier weggehen, das ist schon weg sozusagen. Und aus Russland, da besteht noch die Möglichkeit, dass die auch das Geld zurücküberweisen. Und die Einzahlung, die macht man hier in Deutschland, 1.500 Euro, also aus Deutschland. Und den Rest, den zahlt jeder auch dann vor Ort in bar. So haben wir das auch gemacht. Ich hoffe, das ist verständlich. Und wie ich schon gesagt habe, falls Storno einfällt, ja, dann verfallen 50% der eingezahlten Summe, also der 1.500 Euro. Und in den Leistungen, was ist im Preis alles inklusive? Das ist Flug von München nach Barnaul und zurück. Das ist alles im Preis drin. Visum nach Russland. Und das ist wichtig. Dafür muss man mindestens 6 Monate noch gültigen Reisepass haben. Also ab Preiseende sozusagen muss man mindestens der eigene Reisepass muss mindestens noch 6 Monate gültig sein. Alles zusammen
kostet für Frühbucher 2790 Euro. Und bis zum 15. Mai, Harald. Ab dem 15. Mai, wenn man bucht, 2990 Euro. Braucht man Taschengeld. Taschengeld ist empfehlenswert, falls du die, sich dort was erwerben möchtest. Also ich empfehle vielleicht noch 300 Euro so mitzunehmen. Denn wir machen ja Ausflüge zu bestimmten Orten und vielleicht spricht dir dort irgendein Souvenir an. Oder du möchtest zum Beispiel Zedernüsse mitnehmen, als beispielsweise, ja, die auch in Deutschland schweineteuer sind. Ja, und in Russland, im Zedernwald, sind die natürlich günstiger. Und da braucht man schon natürlich Kleingeld. Also ich würde schon 300 bis 500 Euro zusätzlich nehmen. Also das, was jeder zusätzlich dann an Ausgaben dort vor Ort hat, zum Beispiel, der möchte sich meinetwegen Geschenke kaufen und so weiter. Das ist jeder sich selbst überlassen sozusagen. Kann machen mit seinem Geld, was er möchte. Wechselt man dort ein Kantor oder ja, also das werden wir auch in der Bank das Ganze machen. Und ohne Geld geht man nicht, wohl nicht aus Haus, wie überall. Und das ist so, ganz kurz, was ist in den Leistungen alles enthalten? Also in dem Preis jetzt von 2990 Euro oder für Frühbucher 2790 Euro ist enthalten. Jetzt gehen wir kurz die Leistung durch. Flug von München nach Barnaul und zurück, Visum nach Russland, Reisepass muss man jetzt 6 Monate gültig noch sein, Bustransfer vom Flughafen Barnaul in das Landgut und zurück und auch dort vor Ort, wie gesagt, ein Bustransfer. Verpflegung 3-mal am Tag und die Teilnehmer kochen mit den Organisatoren gemeinsam. Auch in der Gruppe und so weiter. Dass wir das, unser Essen auch selber vorbereiten, so wird auch der Teamgeist auch untereinander gestärkt, auch Kommunikation findet, das ist auch sehr wichtig. Auch im Preis ist die Unterkunft, Seminare, gesundheitsfördernde Praktiken, also Albania und. Energetische Reinigung, praktische Lernstunden, bestimmten Masterclass, geführte Ausflüge zu den ganzen Orten, Sammelverarbeiten der Heilkräuter zu Teekuren mit einer Kräuterpädagogin, dazu kommen wir noch, russische Bäder, also Dampfsauna und Dolmetscherleistung während der gesamten Reise. Also ich werde dabei sein und wenn wir eine größere Gruppe haben werden, also auf mindestens 10 Leute, dann wird eine zweite Übersetzerin dazukommen, weil dort individuelle Arbeiten ja gemacht werden mit den Leuten und von der Zeit her, dann schaffe ich auch alleine das Ganze nicht. Und wenn es wie gesagt unter 10 sind, dann bin nur ich Übersetzer und wenn ab 10 Leute, also bis 15, wir sind, dann kommt noch eine andere Frau dazu. Wo wechselt man am günstigsten? Geht es auch mit Kreditkarte und wenn ja, welche? Also dort zu zahlen, mit Kreditkarte geht es überall eigentlich. Nur ist es so, das, was ich empfehle, dann schon Geld zu nehmen, sozusagen, ja, und auch dort auch dann zu tauschen. Also das kann ich dann übernehmen, wenn die Leute auch das wollen, wie gesagt, dann fahre ich auch dann zu irgendeiner Bank und dann wechsle ich das ganz einfach. Also das ist nicht das Problem. Das werden wir auch dann schon hinkriegen. Und bei mir ist es so, nach der Altai-Reise bleibe ich in Russland. Und es ist so, dann kann ich die restlichen Rubeln, was derjenige dann hat, überflüssig sozusagen, kann ich dann nochmal in Euro wechseln. Weil ich dann selber Rubeln brauche, auch dann für Russland. Und das kann ich auch dann die restlichen Rubeln wechseln, damit die dann sozusagen auch nicht verfallen. Gut. Und das sind die Leistungen im Großen und Ganzen, was ist alles zu enthalten sozusagen im Preis. Und jetzt kurz nochmal zu dem Altai selber. Und jetzt lese ich einfach mal vor. Das ist in Sie-Form geschrieben und ich hoffe, du siehst es jetzt auch die Bilder. Das ist alles Altai. Alles Altai. Tauchen Sie mit uns in eines der mächtigsten energetischen Zentren der Erde, den Altai. Es ist so wirklich, dass eines der mächtigsten Zentren der Erde, wenn sogar nicht das mächtigste. Laut zahlreichen Legenden soll hier der Eingang ins mystische Land Shambhala sein. Falls der ein und andere das sagt, also viele suchen die Shambhala in Tibet, doch nach vielen Sagen auch den Bewohner Altais liegt in Altai, das Tor zu Shambhala.
Das Land der Berührung und des Geheimnisses, des Erkenntnis der Wahrheit und Erleuchtung. Darum kannst du auch schon sehen, wie spirituell auch dann besonders diese Region ist. Vergangene Zivilisationen hinterließen zahlreiche Hügelgräber, Höhlen, magische Felszeichnungen und auch Steinbauten, die Stonehenge ähneln. Sie werden in die zauberhafte Welt erstaunlicher und rätselhafter Orte eintauchen. Denn im Altai sind die einzigartigen Kräfte konzentriert, die eine besondere Wirkung auf das Energiefeld des Menschen haben. Der Besuch der Kraftorte des Altai kann Sie und Ihr Leben völlig verändern. Also ab da kann man wirklich als neuer Mensch schon zurückkommen. Durch das Betreten des geballten Energieräume in den Gebirgsketten des Altai werden energetische Lernprozesse in Gang gesetzt. Dies ist vergleichbar mit dem Lesen eines Buches. Einige Informationen erreichen bewusst den Verstand, jedoch erhält zugleich auch das Unterbewusstsein Informationen, die es braucht. In der persönlichen Bestrebung nach Erkenntnis entsteht eine Weile der Liebe und der Freude im Herzen, die die Seele nährt und belebt. Es ist sehr wichtig, auch was für unsere liebe Seele zu machen. Entdecken Sie diese beeindruckende Region mit ihrer unberührten Natur, der üppigen Pflanzenwelt, der Vielfalt an Kräutern und Farben und der einzigartigen Landschaft für sich. Die Ufer der Bergseen am Fuße des Gipfels laden zu stundenlangen Verweilen ein. Und obwohl wir eigentlich dazu relativ wenig Zeit haben werden, doch wer will, kann sich nach dem Seminar auch dann selber auch dort mit seiner Freizeit machen, was er möchte. Hier in der ruhigen Stille schwinden die kraftfressenden niederen Gedanken und Sie fühlen sich mit der reinen Kraft der Natur. Probieren Sie die Samen der Zibelkäferzapfen und sogenannte goldene Wurzel, so heißt in Russland der Rosenwurz. Atmen Sie die heilsame Luft und der Reinheit. Sättigen Sie Ihre Seele mit den Stammesmelodien der Wiege der Menschheit. Lassen Sie sich durch die Klänge der Natur die Sinnbilder der Geheimnisse und Weltschöpfung offenbaren. Lassen Sie die funkelnden Sterne des Firmaments auf Ihren Handflächen den Walzer der Schönheit des Weltalls tanzen. Weil wir sehr hoch in den Bergen werden, werden wir natürlich auch sehr viele Sterne sehen. Also ganz anders wie zum Beispiel in den Großstädten, wo das Licht strahlt, also das künstliche Licht, sieht man nicht gut die Sterne. Und dort, weil wir ohnehin schon hoch sehen, abseits auch von den großen Städten, werden wir natürlich auch die Sterne ganz anders sehen. Orte, an denen die wohlige Kraft der Erde emporsteigt, sind lichtvolle Tempel der Erde ohne Dach und Mauern. Denn nicht ein Bauwerk weiht den Menschen, sondern der Ort verleiht dem Bau die Kraft der Weihe. Jedoch kann keine Kraft von Menschenhand erbaute Tempellage die großartige Tempel von Mutter Natur ersetzen. Und du hast es ja auch gesehen, was für eine wundervolle Natur dort ist. Die Taiga mit ihren Zirbelwäldern, die unter der Hitze der Sonne ihren heiligen Weihrauch verströmen, ist der wunderbarste Ort der Einkehr für die Seele. Da wachsen die kraftvollsten Kräuter, die sogar Herzen heilen können. In der Taiga hilft die ursprüngliche Kraft der Natur, das Bewusstsein auf die allheilige Wellen des Universums einzustimmen. Im Altai stehen wir in der direkten Verbindung mit dem Stamm, einer höheren Kraft, also mit unseren Ahnen stehen wir dort um ein Vielfaches stärker auch in Kontakt. Und es wird sehr viel gemacht, auch was die Ahnenheilung auch angeht. Denn viele Menschen, die intuitiv auch nach Altai reisen wollen, die spüren, dass irgendwas verbindet sie mit der Region dort. Und ich bin mir sicher, dass durch die Reinigung auch des Stammes dort vor Ort, wird sich auch in der Familie jedes Einzelnen auch die Situation sich noch bessern. Weil die Skythen, vielleicht sagt ihr das Wort überhaupt, die auch mal hier in Europa gewesen waren, von dort aus sind die mal, du kannst dich erinnern, auch in den Westen gegangen. Dort beten wir, also in Altai, und erkunden die große Weisheit des Weltraumes. Sich selbst spüren, sich selbst innig als ein Teil der Natur erfahren, die innere Freiheit und die Reinheit des Geistes erlangen, all dies bildet nur ein Bruchteil dessen,
Was die gesundheitsfördernde Erholungsreise durch den heilsamen Altai bietet. Ich betone nochmal, ja, es geht auf als Gesundheitsreise und viel mehr. Doch in erster Linie steht Gesundheit für Geist, Seele und Körper da. Der Altai ist ein schönes, reinhaltiges und geheimnisvolles Land und öffnet großzügig seine Pforte für alle, die es näher kennenlernen wollen. Wer einmal dort war, wird immer wieder zurückkehren, um die einmal erlebte Freude, die Liebe und den Gleichklang wieder zu erleben. Keine Luftverschmutzung. Rose, du sagst das. Reine Luft. Und jetzt kommen wir zu dem Gesundheitsprogramm überhaupt im Altai. Also was wird das sein überhaupt? Und zwar das Gesundheitsprogramm sieht so aus. Der praktische Nutzen der Reise ist die Wiederherstellung der Gesundheit des Menschen durch die Rückverbindung mit der Natur. Weil durch das zivilisierte Leben, in Anführungsstrichen, hat ja der Großteil der Menschen Bezug zu der Natur verloren. Weil wie viel Prozent unserer Zeit gehen wir barfuß auf der Erde? Barfuß. Wenn wir schauen, wir gehen meistens auf dem Asphalt, zusätzlich noch in den Schuhen. Und dort wird vieles unternommen werden, um die Rückverbindung des Menschen mit der Natur, also mit Gott, wieder zu machen. Durch die Wahrnehmung der Natur als einen Teil des eigenen Lebens wird die Verfassung des geistigen, seelischen und körperlichen Einklangs wiederhergestellt. In diesem Rahmen werden gesundheitsfördernde Erholungsausflüge in die schönsten Gegenden des Altais mit praktisch orientierten Lernstunden kombiniert. Insbesondere sind die Kraftorte des Berg Altai mit natürlicher Lichtkraft durchdrängt. Sie verfügen über eine Kuppel aus physischer Energie, die den Menschen von unerwünschten Begleitern, in Anführungsstrichen, ja, befreit und sein Herz erweckt. Die intensiven Heilenergien und auch die Nahrung, die an diesen Orten wachsen, fördern die geistige und mentale Reife des Menschen. Innerhalb kürzester Zeit werden angelegte Fähigkeiten und Begabungen entfaltet. Oft treten sprunghafte Veränderungen im Leben des Menschen ein. Seine innere Struktur reorganisiert sich, sein wahres Wesen offenbart sich ihm wie ein Wunder. Und ich kann es nur so sagen, all diejenigen, die schon lange spüren, irgendwie einen Sprung im Leben zu machen, ins neue Energiefeld einzutauchen, bin mir sicher, dass die Altai-Reise diesen Menschen auch zusätzlich noch helfen wird, wie gesagt, als Sprungbrett, ja, ins neue Energiefeld auch zu kommen. Geht's auch später mit dem Wohnmobil. Harald, wenn du dorthin kommen kannst, ja, natürlich, jeder kann ja selbst dorthin reisen, auch nach Altai. Auch mit dem Auto, auch mit dem Rucksack und so weiter, ist grundsätzlich alles möglich. Nur jetzt dieses Paket, das gibt es halt dort nicht in der Form, weil es nur jetzt dieses Jahr gemacht wird. Und dann die Lerninhalte dieser ganzen Programme. Die Grundlage der energetischen Gesundheitsförderung zur Selbstanwendung des Erlernten, der Anwendung zur Wiederherstellung der Kraft durch die Natur und durch meditative Einheiten, Veranschaulichung, Entspannungen mit der Sonne, Auffüllen der eigenen Kraft durch die Verbindung mit dem Strom des kosmischen Energie, Arbeit mit den Spenderbäumen, das wird sehr wichtig sein. Wir werden Spenderbäume umarmen und von den Bäumen auch die Energie auch dann bekommen. Oh, ja, darauf freue ich mich schon wirklich auch sehr. Aktivierung der energetischen Zentren, also auch dann die Chakren, werden aktiviert. Es wird auch dann individuelle Arbeit gemacht, auch unter anderem von Oleg Panjkov, auch mit den Menschen. Durch die energetische auch Kräuteraufgüsse, auch in der Banya, und allgemeine Kräftigung durch die Flamme des Lagerfeuers. Wir werden natürlich auch dort mit allen Naturelementen werden wir in Berührung kommen, also mit Feuer, Luft, mit der Erde und mit Wasser. Kennenlernen der vedischen Stammessitten und Gebräuche in Bezug auf Ernährung, Gesundheit und Schönheit, durch die ganzen Seminare, praktische Arbeiten und so weiter. Arbeiten mit den Stammeskanälen, nach den Verfahrensweise der vedischen Gesundheitsförderung des Familienstammes. Also dort wird, wie gesagt, unter anderem der Alek und noch andere Heiler, das werden insgesamt vier dort sein, die werden uns das Ganze näher bringen, das vedische Wissen. Es findet auch emotionale, mentale und körperliche Reinigung.
kennenlernen. Und da ist es auch wichtig für all diejenigen, die auch mit Kräutern was machen wollen und die Kräuter in ihr Leben integrieren wollen. Dort findet Kennenlernen, Sammeln und Nutzen wild wachsender Kräuter, Beeren und Früchte für die gesunde Ernährung, zu Heilzwecken und als kosmetisches Pflegemittel. Unter der Anleitung einer erfahrenen Kräuterfrau werden an den Kraftorten des Bergalltais diese Gaben der Natur eigenhändig gepflückt und bestimmt. Wir haben dort eine Frau, und zwar, wo ich hier nochmal auch das Kennenlernen der einzigartigen Heilkräuteranwendungen nach der Methode des berühmten Kräutertherapeuten Semjon Alexandrowitsch Pirogow. Und dieser Mann, der war in der Altai-Region 40 Jahre lang als Kräuterexperte unterwegs. Und er hat sich so ein Wissen dort aufgebaut. Und diese Frau, die uns zu den ganzen Kräutern führt und so weiter, das ist eine Schülerin von ihm gewesen, also von diesem Pirogow. Darum, es wird eine Fachfrau mit uns vor Ort sein und uns zeigen, welche Kräuter quasi wir jeder einzelne für sich pflücken sollte. Als beispielsweise, wenn jemand Verdauungsprobleme hat, dann braucht er andere Kräuter. Ja? Wenn jemand zum Beispiel Herzprobleme hat, als beispielsweise, oder Blutprobleme oder Leberprobleme oder sonstige Probleme auf der physischen Ebene, da helfen ja die Kräuter auch. Und ihr seht das ja, oder hast du vielleicht schon mal gesehen, in der Tierwelt, wenn eine Katze zum Beispiel krank ist, die weiß, welches Gras die essen muss, damit es ihr gut geht. Und weil wir leider größtenteils das Wissen schon verloren haben, müssen wir uns das Wissen wieder aufbauen. Ja, und natürlich gibt es auch diese Heilkräuter auch dann bei uns. Und das ist sehr wichtig, auch Bianca, dass auch dort erlerntes Wissen hier zu integrieren. Wie viele Menschen nehmen schon an der Reise teil? Heute offiziell ist überhaupt erstmal der Start für die Reise. Also sozusagen die Werbung ab dem heutigen Tag beginnt eigentlich offiziell. Darum bisher habe ich mehrere Interessenten, doch keine konkreten Zusagen, wollte ich sagen, also keine Bestellungen. Weil offiziell sozusagen heute ist überhaupt der Start erstmal. Mein Kater fraß Schafgarbe, die ich mitgebracht habe. Ja, genau. Also die Tiere, die wissen, was sie essen sollte. Und so ist es auch dann für uns Menschen. Intuitiv haben wir das Wissen. Und dort haben wir wirklich eine Fachfrau, die uns hilft, dieses Wissen, wie gesagt, nochmal zu erlernen. Und Gesundheitsförderung, was da gemacht wird, und zwar es finden tägliche Atemübungen und Praktiken bei Sonnenaufgang statt, Teetherapien und Teekur, russische Beine mit Heilkräutern, die wir dort auch pflücken und auch werden wir dort gleich in der Beine auch gleich mitverarbeiten und Besuch der Kraftorte zwecks eigenhändigem Sammeln von Kräutern und Beeren und deren Aufbereitung zu Tee. Also das ist das, was auch Kräuter angeht. Zusätzlich noch das Aufnehmen der Energie von Bäumen an Kraftorten. Das ist wieder, was die Gesundheit angeht. Praktische Übungen des Verschmelzens mit der Natur, Ausflüge und Energiearbeit mit Wald, Berg und Fluss und Ernährungskunde zu den Wildpflanzen, die zuvor an den Kraftorten des Bergalltais gesammelt werden. Und denn der Sinn ist es, dass die Menschen dann das erlernte Wissen, wenn die nach Hause kommen, wieder bei sich umsetzen und sagen, aha, was gibt es bei uns hier in der Region, welche Kräuter sozusagen soll ich sammeln, meinetwegen Leberreinigung oder irgendwas zu machen. Gut, jetzt kommen wir zu den praktischen Anwendungen und der Lerninhalt. Also es wird eine Maltechnik bis zu mir durch die Atmung gemacht. Anfertigung, jeder macht das, wie gesagt. Der Teilnehmer Anfertigung von Schutz, Glücks- und Gesundheits- und Lebensbringern, also Schutzkräuter, Popo und Kräuterkissen und ähnliches, mit den an den Kraftorten gesammelten Kräutern. Also die Energie, die dort in Altai wir auch dann sammeln, nehmen wir dann mit nach Hause in Form von bestimmten Puppen. Also auch durch die ganzen Pflanzen und so weiter. Herstellung und Anwendung des fermentierten grünen und schwarzen Iwan-Chai, also Iwan-Tee, oder heißt Iwan-Chai, das ist schmalblättiges Weidenröschen, ist es auch auf Deutsch.
und mit den eigenhändigen gesammelten und verarbeiteten Pflanzen, Herstellung flüssiger Hefe auf der Grundlage des schwarzen Yuan-Chai, Nutzung fürs Brotbacken, die Aufbereitung von Getränken, Salatsoßen, Essig und so weiter. Herstellung und Anwendung von Kräuterrezepturen als reichhaltige Quelle von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen für Nahrungsheil- und kosmetische Zwecke. Herstellung fermentierter Teemischungen aus Blättern von selbstgepflückten Garten- und Wildkräutern. Kräuternutzung in der Kosmetik, also Lotionen, Desodorant, Trockenshampoos und Haarmasken. Und Aromatherapie mit den Duftpflanzen und Bäumen des Bergaltais. Das ist, was die auch praktischen Lerninhalte auch angeht, dieses Masterclasses. Und jetzt kommen wir auch zu den organisatorischen Raum, was das, ja, die Sache mit den Heilkräutern ist nicht uninteressant. Ja, das ist sehr interessant, genau. Und zwar, am ersten Tag, am 27. ist die Ankunft. Und die Unterbringung in der Ankunft, also in der Unterkunft, wo wir erstmal uns niederlassen, jeder auch dann die Zimmer zugeteilt bekommt, auch die entsprechenden Betten. Und am Abend ist es ein entsprechendes Kennenlernen und ein Seminar wird es am Abend stattfinden. Und dann vom 2. bis zum 9. Tag folgendes. Gesundheitsprogramm je nach Witterung und Wunsch. Weil Altai-Region, das ist auch, wir sind in der Natur und man weiß nicht, welche Witterung sein wird. Und darum kann das sein, dass sich mal auch dann verschiebt irgendwas und so weiter. Wir werden auf die Situation vor Ort auch reagieren. Und doch grundsätzlich nach der Reise durch die Kraftorte des Altais betrachten die Teilnehmer die Früchte ihrer Erkenntnisse und Forschungen, Foto- und Videoaufnahmen, Muster der eigenhändigen angefertigten Pflanzenprodukte wie Tees, Kräuterdeos, trockene Kräutershampoos, Kräuterpulver, Waschungen, Zeichnungen, Schutzkräuterpuppen, Kräuterkissen, Souvenirs und so weiter. Und natürlich die tiefere, unvergessliche Eindrücke von Begegnungen mit der Kraft des Altais sammeln die Menschen in diesen 9 Tagen. Und am 9. Tag, also dann dem Tag der Abreise, ist auch Seminar, individuelle Arbeiten, Abendessen und erholt, volle Lebensfreude, gereinigt und geeint in Geist, Seele und Körper, nehmen wir Abschied dann von den Freunden und dem großen Altai und fahren dann zurück zum Flughafen. Und von Barnaul geht es dann weiter über Moskau zurück nach München. Und das ist jetzt, was die gesundheitsfördernden Sachen anging. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Ausflugszielen, wo wir denn überhaupt sein werden. Und zwar, wir werden unter anderem erleben Führung durch den Nationalen Republikanischen Anoche-Museum, also einzigartige Exponate des phytosarmatischen, türkischen Kultur und des Paläolithikums und Neolithikums, die berühmte Mumie des Prinzessin von Uçok und Geologie, Flora, Fauna und Kunstgalerien des Meisters des Altais. Und maximal 15. Maximal. Und kurz zu der Prinzessin Uçok. Das ist eine Frau, die gefunden wurde und um die auch sehr viele Sagen gehen. Jetzt vereinfacht gesagt, war es eine besondere Frau, die eine besondere Rolle in der Altai-Region gespielt haben sollte. Und nicht umsonst gehen um sie so viele Sagen. Und unter anderem hat man bei ihr ja auch Cannabis gefunden. Und so, weil dort wächst sehr viel Cannabis, also in der Region allgemein, dort wächst wirklich sehr viel Cannabis. Und diejenigen, ich will jetzt nicht viel dazu sagen, es ist eine besondere Frau, diejenigen, die wissen, dass sie nach Altai kommen sollen, werden sich auch sich nochmal bestätigen, dass die Prinzessin von Uçok auch nicht im Geiste auch verschwunden ist, sondern auch im Geiste da ist. Und wie gesagt, wir werden ein Museum unter anderem besuchen, einfach mal, damit die Menschen sehen, was waren denn auch früher dort in Altai. Zusätzlich dann passiert noch Folgendes. Und dann der beliebte Ausflug durch den bezaubernden Altai
Die Route geht über die Tschuytche-Straße ins Inland der Republik Altai, also über die Bergstraße fahren wir dort, also mit sagenhafter Landschaft, du hast es auch gesehen im Video. Dem Auge bieten sich die schönsten und grandiosesten Schauplätze der Natur, eindrucksvollste Berglandschaften ab 2500 Meter Höhe, die schönste Pässe der Simin-Pass, also 1894 Meter, und der Chiquet-Aman mit 1485. Also du siehst, auf welche Höhe wir sein werden. Und es geht zu den hochgelegenen sibirischen Sandterrassen des Katun. Also wie gesagt, wir fahren mit dem Bus. Wir gehen nicht zu Fuß 2500 Meter hoch. Und vorbei an den Hügelgräbern und Steinstellen über die Teile der uralten großen Seitenstraße, denn durch Altai ist ja die frühere Seitenstraße früher gegangen, bis zum Zusammenschluss der Flüsse Chuye und Katun. Also das sind zwei besondere Flüsse auch in Altai, die unterschiedliche Farben haben. Und da werden wir auch dann sehen. Und den bekannten Ilbumenschellen am Fluss Katun. Und uralte, mindestens 5000 alte Felszeichnungen sind in einem Heiligtum an den alten Bräuche durchgeführt und Opfergaben dargebracht wurden, zu bewundern. Also wir werden alte Felszeichnungen sehen von den früheren Kulturen dort. Werden wir das Ganze dort begutachten. Und du siehst es hier in der Mitte, jetzt eines der drei Bilder, der oberen. Also das linke Bild, das ist der Zusammenfluss dieser beiden Flüsse, wo die ineinander kommen. Und ich hoffe auch schon an dem kleinen Bild siehst du die unterschiedlichen Farben der Flüsse. In der Mitte auch noch diese Felszeichnungen. Und rechts, das ist der Wasserfall, zu dem ich noch was sage. Es geht zu den höchsten Sandfelsen Sibiriens, 300 Meter, und aufgrund des einzigen Urozeans zu der ersten Schrägseilbrücke der Welt, Baujahr 1936. Heute ist es ein Denkmal. Diese erstaunliche Reise führt uns zu den mächtigsten energetischen Plätzen des Altai. Und das ist der wichtige Punkt auch dabei, der Unterschied. Enge Brücke. Rosi, das ist ein Denkmal schon. Das ist der Unterschied, wenn man selber nach Altai fliegt oder wenn man mit jemandem fährt. Also wir fahren mit den Menschen vor Ort dort. Das sind Leute, die wissen, wohin sollte man fahren. Also quasi eingeweihte, wissende Leute vor Ort, wo besondere Orte sind, Kraftorte zum Ansehen und so weiter. Und das ist der Unterschied, wenn man quasi selbst als Tourist fährt oder mit den Menschen vor Ort das Ganze macht. Und Altai ist ja auch eine besondere Region, dass dorthin nur Menschen zu bestimmten Orten reingelassen, wo auch den Zugang dazu haben, weil dort bestimmte Wächter gibt. Und diese Menschen, die halt dort leben, die führen uns auch zu diesen besonderen Energieplätzen auch. Weil nicht jeder muss ja immer unbedingt dabei sein, wenn er alleine fährt. Und darum ist es schon wichtig, jemanden quasi als Reiseführer zu haben, der dort von der Energie akzeptiert ist. Das ist wichtig. Und zwar, es geht zu den ganzen Kraftorten, an denen der Besucher die Energie in der Natur schöpfen und aufnehmen kann. Die Kraft des Altais. Der Wasserfall, rechts am Bild siehst du mal, Scherlak und Geysersee in den Bergen, die eiweiße mit Schnee bedeckten Gipfel des Nord-Chuye-Kamms in ca. 3500 Meter Höhe. Und die weißen Steinfelsen, die Totensee und Ulang-Pass, das sind die Heimstätte der uralten Geister des Altai. Von der Energie her. Und jetzt kommen wir noch zu den Ausflügen, was wir unter anderem noch machen werden. Also wie gesagt, das ist eine Kombination auch. Und das ist alles jetzt in dieser Reise alles enthalten. Der Ausflug, der Chimay-Kaleidoskop, beinhaltet einen Besuch des Tempels des Apostels Johannes auf der Insel Patmos. Also das, was ich auch am Bild gezeigt hatte im Video, wo wir sein werden. Also du siehst es ja links hier. du siehst es ja hier links an dem kleinen Bild. Das ist das, was ich im Video von oben gezeigt hatte. Also dort werden wir auch sein. Der mit den Wundertaten, also jetzt diese Insel mit Wundertaten, Legenden und wahren Begebenheiten in Verbindung gebracht wird. Außerdem den Besuch des Dorfes Chimay
und des Geistertals. Ein Fußmarsch durch einen schmalen 500 Meter langen Bergpfad bis zum berühmten Chemal-Wasserkraftwerk. Und das ist auch, ich habe von einem Freund auch mir das schon, also der hat mir erzählt, das ist unglaublich auch dort diese Region um diesen Chemal-Wasserkraftwerk. Von dem aus sich dem Auge einen schönen Blick in die Mündung der Flüsse Chemal und Katyn eröffnen. Und dieses bezaubernde Panoramabild unten tost wie in dem Chemal einmündende Katun. Oben ragen riesige Hängefelsen in den Himmel, dass man das Tor von Sardkapaya nennt. Und wie gesagt, auch dann, du siehst es auch an dem großen Bild, was da in der Region los ist. Und dann unten, du siehst hier nochmal einen großen See. Der ist wirklich groß, der See. Und Ausflug zu dem einzigartigen See Mancherock. Das Wasser erwärmt sich im Sommer bis auf 24 bis 24 Grad. Und Gott sei Dank, wir sind ja im Sommer schon, also Ende Juli ist ja eine Sommerzeit schon. Und verfügt über Heileigenschaften. Das sagen die Menschen dort vor Ort. Am See leben Vögel, die in die rote Liste eingetragen sind. Also die halt vom Aussterben so bedroht sind, wo es nicht viele auf der Welt gibt. Und dort leben unter anderem einige dieser Vögel. Im See gibt es reichlich Fisch. Ende August reift im Wasser die Wassernuss Chilim. Und für eine zusätzliche Gebühr, also falls wir das auch wollen, also wir als Gruppe dann schließen, du hast es ja vielleicht auch in dem Video kurz gesehen, mit der Seilbahn sozusagen geht es auch hoch auf den Berg. Und für eine zusätzliche Gebühr kann man die Skiseilbahn hoch zur Aussichtsplattform des Berges Mancherock fahren und wunderschöne Panoramabilder aufnehmen. Und ich hoffe, du kannst dich noch erinnern, ja, wo es noch richtig in den Bergen geht. Und ja, also wenn wir auch uns entscheiden, muss halt dann jedem dazu eine Kleinigkeit auch geben, um auch mit der Seilbahn hochzukommen und auch von dort auch diese große Landschaft auch dann genießen. Und auch mit den Augen werden wir auch die Energie aufnehmen dort. Und darum wird es auch ja sehr wichtig sein, diese unterschiedlichen Orte auch dann zu besuchen und so durch die Augen auch die Energie auch aufzunehmen. Und das waren jetzt zu den Ausflügen. Wie gesagt, das ist der wesentliche Bestandteil. Und das ist noch wichtig jetzt, was mitgenommen werden sollte. Unbedingt zu beachten ist eine Auslandskrankenversicherung. Also wir können auch helfen, das auch dann zu machen, nur falls derjenige das nicht hat. Unfallversicherung, also falls derjenige auch nicht hat, auch entweder gegen Enzephalitis auch eine Versicherung. Das kann man auch in Russland abschließen, muss man halt nur mehr bestimmte Angaben geben oder man versichert sich halt hier gegen Enzephalitis, weil das ist ja Altai-Region. Dort gibt es auch natürlich wie Zecken, also halt Zecken, oder doch Zecken auf Deutsch heißt es, kann man das Reisebüro nicht mitmachen. Doch, Rosi, das können wir auch organisieren. Man braucht dann nur dann die Kontodaten, also halt, wo der Beitrag abgebucht wird. Weil das ist ja eine Versicherung, wird das ja gemacht und das sind dann Peanuts sozusagen vielleicht um 10, 15 Euro, keine Ahnung. Aber dazu braucht man dann nur zusätzliche Angaben, wie Kontoverbindung, die halt den Beitrag auch abbuchen. Trink Wodka. Ah, übrigens, apropos Wodka. Während der gesamten Reise dort kein Alkohol. Da steht nochmal unten, dass es unbedingt zu beachten. Bitte beachten Sie, wenn schon jetzt. Die Erholungsreise Khalsa Maltai ist keine Unterhaltungs- oder Vergnügungsreise. Das Betreten und Erleben der sakralen, altehrwürdigen Kraftorte des Altais erfordert von den Teilnehmern Achtung und Respekt sowie eine strenge Einhaltung der Regeln, eine nüchterne Lebensweise ohne schädigende Angewohnheiten. Auch ist es vom Vorteil, bereits im Vorfeld zu der ganzheitlichen, naturgesetzlichen Weltanschauung zu gelangen, auf der dieses Lehrsystem beruht, um bestmögliche Wirkung zu erzielen. Und darum während der gesamten Reise, wie gesagt, auch kein Alkohol, auch nicht zu Medizinzwecken und so weiter. Alkohol ist Gift in jeder Form. Und was zu beachten noch ist, mitzunehmen, wie gesagt, Unfallversicherung, wenn man schon
noch keine hat, abschließend auch gegen die ganzen Zeckenbisse, Trainingsanzug, weil wir werden ja auch dort bestimmte Übungen machen, Freizeithose und T-Shirt für Gymnastik und Joggen, Regenkappe und Regenjacke, also falls es regnet, Isomatte für die Erholung und Übungen in der Natur, warme Kleidung für eventuell kühleres, regnerisches Wetter, also wie Jacke, Pullover, Wollsocken. Mehr aber muss man nehmen für heißes Wetter. Wie gesagt, man muss auf alles gefasst sein dort. Weil dort ist es so wie in den subtropischen Wäldern. Es kann sein, dass dort ein Regen mit Hagel ist, der geht vorbei und dann sind es wieder 30 Grad, sozusagen. Also darum muss man sich auf alles einstellen. Für heißes Wetter T-Shirt oder ein Hemd mit langen Ärmeln wegen intensiver Sonnenstrahlung, leicht lange Hose, kurze Hose, Badeschuhe und Schlappen. Also ganz einfach, was man halt für den Urlaub nimmt, ja. Sonnenschutz, Kopfbedeckung, Badeanzug, Hygieneartikel, was man braucht, Messer, Tasse, Kamera, auch wichtig mitzunehmen, Fotos, auch Rucksack und Notizblock auch, um dann sich die ganzen Notizen zu machen. Kann man das auch Versicherung abschließen gegen Kann man für eine Versicherung abschließen gegen Zeckenbisse? Ja, in Russland kann man abschließen, man braucht nur dafür Gewicht, Körpergröße und noch irgendwann mal was. Und da kann man in Russland abschließen. Besser ist es beides. Das würde ich empfehlen. In Deutschland eine und in Russland übernehmen die das alles. Also falls das gewünscht ist. In Russland das machen wir. Genau. Und in Deutschland, da muss man sich einfach auch bei der Auslandskrankenversicherung nochmal erkundigen. Also falls man noch keine hat, das können wir auch hier nachfragen. Und wichtig ist, dass Änderungen des Programms sind immer vorbehalten. Wir werden immer schauen, auf die Situation dort vor Ort reagieren. Und wichtig ist natürlich, ja, gute Laune immer mitzunehmen. Und einfach jetzt, das sind an Tagen, haben wir jetzt grob das Programm aufgeschrieben, was wir denn machen werden. Wie gesagt, am 27. kommen wir in der Ankunft an, tun dann Mittagessen, wir tun dann ein Veci, also ein Ting machen, wo jeder sich mal vorstellt, sagt, wer er ist, wozu er da ist, was führt ihn dorthin. Dann tun wir Abendessen, unten gibt es ein Seminar der vedische Altai, das Kraft des Stammes. Das macht Oleg Pankow und abend gibt es dann die Sauna, also die Banya. Mit Heilkräuteranwendung und Teetherapie. Und das ist so eine tolle Angelegenheit mit nach der Banya zu sitzen und Tee zu trinken. Das ist so wirklich, da fühlt man sich neugeboren. Also ich kann es jedem nur mal empfehlen. Das ist nicht einfach Sauna und man sitzt da und schwitzt. Nein, dort ist, das ist Arbeit auf allen Ebenen, Geist, Seele und Körper. Wie viele Stunden Flug? Rosi, wir versuchen den geringsten Flug zu nehmen. Wir fliegen über Moskau und ich denke, allein Flugzeit haben wir um die 8-9 Stunden ist Flugzeit. Also von Moskau bis Moskau haben wir von München ungefähr 2 Stunden, von München nach Moskau. Und von Moskau sind es auch ungefähr so 6 Stunden Flug. Aber wir fliegen nachmittags weg am 26. und kommen dann in der Früh in Barnaul an. Gut, also am 28. jeden Tag machen wir Atemgymnastik an den Ufer von Katun. Das wird von jetzt vom Atempraktiker Vasiljev durchgeführt. Wie gesagt, in der Früh tanken wir uns auf, tun wir frühstücken, Ausflugsprogramm, wo ich nochmal jetzt gesagt, Chimal Kaleidoskop, dann kommen wir wieder zurück, Mittagessen, Praktiken der Notüberlieferungen, Reinigung der energetischen Datenfelder, also von jedem auch dann des Menschen und der Befreiung von den angestauten niederen Energien an den Kraftplätzen. Das wird durchgeführt von einer Frau Mo. Und dann tun wir Abendessen. Das ist wie gesagt eine Fachfrau der Nordüberlieferung. Das ist auch ein Psychologin. Und Abendessen. Und nach dem Abendessen, da wird individuelle Arbeit mit den Teilnehmern gemacht. Auf der einen Seite, das macht Korrektur der energetischen Matrix, das wird von dem Volksheilkundler Panin ausgeführt. Und auf der anderen Seite macht der Oleg energetische Reinigung, die Arbeit mit dem Stamm. Das ist, wie gesagt, circa
wird es so sein, einfach gesagt, Alec macht die Chakrenreinigung, Verbindung mit dem anderen Stamm und der Panin, den ich bisher nicht kenne, wie gesagt, aber der Alec und die Elena kennen ihn, das sind noch andere Heiler, die machen auch die Korrektur der Matrix, der energetischen Matrix. Weil jeder von uns hat eine energetische Matrix und da helfen auch dann diese Heiler, das Ganze in Ordnung zu bringen. Am 29. Ist auch Atemgymnastik, auch mit ihm in der Früh Ausflug zum Nationalen Republikanischen. Am 29. besuchen wir das Anochin-Museum in der Stadt Gorno-Altais. Dann an dem Tag auch nach dem Mittagessen praktische Übungen für die Erhöhung persönlicher Kraftmöglichkeiten an den Kraftplätzen des Berg-Altai. Wie gesagt, das macht auch dann, wird von der Frau durchgeführt, wie diese Orte auch dort kennen. Und am Abend ist es auch individuelle Arbeit, auch Reinigung, individuelle Arbeit, energetische Matrix auch wird von Panin gemacht. Also jeden Tag kommen da auch dann Leute, wie gesagt. Also darum ist die Gruppe auf 15 Personen nur begrenzt, damit alle sozusagen durch diese 9 Tage auch drankommen. Weil das wird individuelle Praxis immer gemacht. Und diejenigen, die halt dann schon jetzt nicht behandelt sind, werden, die können dann freie Zeit auch dann was machen, also sich erholen, mal dorthin gehen, auch Kraft tanken, zur Ruhe kommen, untereinander austauschen, Fragen stellen, weil wir werden ja dort sein alle und auch die Zeit sinnvoll auch verbringen. Und ab 20.30 Uhr bis ca. 22 Uhr, dort findet dann am 29. Masterclass, also praktische Lernstunde für die Anfertigung der Schutzsymbole als Glücksbringer, Gesundheitsbringer für die Liebe mit den Kräutern des Bergaltai. Und das wird von der quasi Schutzkräuterpuppe und Kräuterkissen werden gemacht und durchgeführt wird von der Frau Pankova, also von der Frau von Alec. Und ab 21 Uhr für all diejenigen, die schon wollen, die sagen, nee, das interessiert mich aus welchen Gründen noch nicht, die können schon in die Beine gehen. Am 30. wird wieder das gleiche sein, Atemgymnastik in der Früh. Und dann Frühstück und dann ist es für Kräuter. Das ist ein Kräutertag sozusagen. Dann um 9, von 9 bis 14 Uhr machen wir Kräuterernte, dann Mittagessen und ein Masterclass für die Herstellung der fermentierten grünen und schwarzen Ivan-Tees mit des eigenen gesammelten Kräutern. Zusammenstellung eigener Teemischungen. Jeder für sich individuell, was er braucht, um dann nach Hause zu kommen, und sich dann selbst Tee zu kochen sozusagen. Und das alles in Russischen. Nein, das alles übersetzt auf Deutsch. Auf Russisch ist das ist die Originalsprache. Ich tue das Übersetzen auch ins Deutsche. Und am Abend, wie gesagt, finden auch, nachdem wir Abendessen gemacht haben, auch weiter individuelle Arbeiten von Alec und von Herrn Panin. Also auch Reinigung mit dem Stamm und die energetische Matrix. Und am 31. das ist ein Ausflugstag bei uns. Und Frühstück tun wir auch die ganzen Sachen mitnehmen. Ausflug zum Ziel, der bezaubernde Altai. Dann tun wir unterwegs, wie gesagt, ein Mittagessen von dem, was wir mitgenommen haben. Und am Abend kommen wir erst zurück. Du siehst also, am 31. sind wir den ganzen Tag sind wir unterwegs. Da fahren wir etwas weiter weg. Am 1. August auch in der Früh Atemgymnastik am Kartunufer. Das wird von der Frau Pankow durchgeführt, von der Elena. Auch ein Frühstück, Ausflug zum Mancherok-See, also dieser Heilsee, wo Heilungen passieren. Dann kommen wir wieder zurück, Mittagessen und ab 15 Uhr das ein Seminar, das Kennenlernen der vedischen Überlieferungen, der Ernährung, der Gesundheit und Schönheit, Masterclass für die Nutzung der Kräuter in der Kosmetik, wie gesagt, das ist eine Fachfrau, was Kräuter angeht, Kräuterlotionen, Kräuter, Gesichtswasser, kosmetische Rezepte mit Kräutern, trockene Kräutershampoos, Masken für Haare, Waschungen und Kräutergüssen, mit den Kräutern, den von der eigenen Sammlung verarbeiteten Kräutern, Wurzeln und so weiter. Und es hört sich jetzt, ja, Kräuter lassen wir uns für Frauen und so weiter angeblich. Aber wir Männer müssen auch ja schauen, dass wir auch gesunde Haut haben. Und das ist auch sehr wichtig, auch auf unsere physische
Erscheinungsbild auch zu achten. Darum ist es nicht nur für die Frau, sondern eigentlich für jeden interessant, unabhängig ob Mann oder Frau, der an seiner eigenen Gesundheit was machen möchte. Und dann tun wir Abendessen am Essen und individuelle Arbeiten, wie gesagt, Reinigung, energetische Reinigung und Korrektur der energetischen Matrix. Und auch ab 20 Uhr auch dann die Banya. Wie gesagt, das ist alles möglich im Programm. Jeder, der sagt, nee, mag jetzt keine Banya zum Beispiel an dem Tag oder sonst was, wie gesagt, das steht im Programm. Doch jeder hat dann selbst die freie Entscheidung, mitzumachen oder nicht. Sinn macht es natürlich schon. Am 2. August wird es praktische Übung Anlernen der Teilnehmer in den Techniken der Wiederherstellung der Kraft in der Natur an den Kraftorten des Bergaltai durch die Arbeit mit den Spenderbäumen. Also wir machen in der Früh keine Gymnastik mehr, sondern gehen gleich zu diesen Spenderbäumen. Und dann kommen wir zurück, tun wir frühstücken. 9 Uhr findet das Seminar die vedische Kultur des Urahnenerbes und die statische meditative Einheit Stammes Kristall. Also das ist, wir haben diese Meditation auch durchgeführt in Österreich, wo wir waren, und das ist auf dem Seminar unglaublich, was da auch bei den Menschen, bei manchen passiert ist, bei der Meditation. Und an dem Tag, nach dem Abend, nach dem Mittagessen, tun wir vorbereiten dann schon des vedischen Festes Perun. Also wie gesagt, da finden schon die Vorbereitungen, dann tun wir Abendessen. Moment, da ist ein Fehler, also das ist nicht 18 Uhr, sondern 15 Uhr ist es da. Ab 15 Uhr, das muss ich nochmal korrigieren. Und Abendessen und dann, das an dem Tag, da feiern wir ein vedisches Fest, also das Fest von Perun-Tag. Organisieren tut das, machen Oleg Panjkov und die Elena Panjkova. Und das Rühmen der verwandten Götter und Ahnen, das werden wir durchführen, Durchführung der vedischen Bräuche, Reinigung von Körper, Geist und Seele, mit dem Wasser, nach dem Wunsch baden, das ist sehr wichtig auch, waschen im Fluss, springen übers Lagerfeuer und Glutlaufen. Es ist so, warum sehr wichtig auch ist, über Feuer zu springen. Unsere Vorfahren, die waren ja früher nicht blöd, sondern die haben ja gewusst, dass wir nicht nur diesen physischen Körper haben, sondern auch feinstoffliche Körper haben. Also die meisten nennen das heute Aura. Und in dem Augenblick, wo man über Feuer springt, werden so die Auras gereinigt. Und da ist es ideal, mindestens 9-mal muss man springen über dieses Feuer an dem Tag, um alle energetischen Körper auch dann zu reinigen. Weil viele sehen nur den grobstofflichen Körper, aber viele haben Löcher in der Aura. Und das mit Feuer sozusagen wird diese Löcher, werden diese energetisch negativen Felder in der Aura verbrennt. Und somit wird die Aura auch dann des Menschen komplett auch dann zugemacht. Gibt es eine Möglichkeit, Kleidung zu kaufen? Rosi, ich denke mal schon. Ja, 9-mal, also das macht Sinn. Man muss ja nicht. Manche trauen sich nur einmal zu springen übers Feuer. Ich sage es nur idealerweise. Ja. Jeder macht es ja individuell so, wie er das auch möchte. Und dann tun wir noch Anzünden der Kerzen vom festlichen Feuer und am kleinen Flößchen tun wir das Ganze ins Wasser abgeben. Und das ist ein alter Sitte und ein Gebrauch, die Wünsche dem Feuer und dem Wasser anzuvertrauen. Also auch das, was man loslassen möchte, auch ins Wasser abzugeben sozusagen. Ja? Früher war das noch, wo die Mann- und Frau-Beziehungen noch gut waren, anders. Dort haben dann die Frauen diese Flößchen losgelassen und die Männer schwammen unter anderem und haben dann das Floß geholt von der Frau, die sie gerne als Frau, Ehefrau haben würden. Und Reigentänze und Volksspiele machen wir auch an dem Tag. Also am 2. August, das ist ein Festtag. Und dann am 3. August machen wir Morgengymnastik, das wird von der Elena durchgeführt und Frühstücken. Seminar Stammesbaum, statische und meditative Einheit, also auch mit dem Stamm werden wir arbeiten, mit dem eigenen anderen Stamm, mit den anderen. Mittagessen, dynamische meditative Einheit, das macht Meditation Oleg, in dem Fall. Dann
mache ich ein kleines Seminar über das deutsch-russische Bündnis Gerusia. Das ist, was die das Zusammenarbeiten und das Zusammenleben Deutschlands und Russlands angeht, wird sehr interessant sein, kann ich nur sagen. Ich will jetzt nicht so viel davon noch verraten. Und am Abend dann individuelle Arbeit, wie gesagt, von Alec und auch Reinigung des Stammes und die energetische Matrix und die Banya mit Heilkräutern und Teetherapie. Und am 4. August, das ist schon der Tag des Abfluges, Morgengymnastik, das wird durchgeführt von der Elena am Frühstück, praktische Lernstunde der Kunsttherapie, und zwar das wird von der Alessia Panchova durchgeführt. Individuelle Beratungen für Teetherapie, Tees von Kräutern gesammelt an den Kraftplätzen des Bergalteis. Nach den alten sibirischen Rezepturen werden auch aufbereitet, um wie gesagt nach Hause mitzunehmen und hier auch einen Tee zu trinken weiter, um so sich weiter zu reinigen, auch in Deutschland oder in Österreich, in der Schweiz, woher man kommt. Mittagessen, dann werden auch individuelle Arbeiten mit den Menschen gemacht noch. Am Abend tun wir Abendessen. Dann ein Abschiedskreis, welche werden wir machen, also nach der Reise, halt nach dem ganzen Programm schon, was war für jeden Einzelnen und so weiter. Und dann geht es im Bustransfer zurück zum Flughafen schon. Und dann in der Früh am 5. fliegen die Menschen dann zurück nach Deutschland wieder. Und ja, nach Deutschland und dann zu sich nach Hause. Darum all diejenigen, die Interesse haben und mitfliegen wollen, nicht zögern, sondern sich anmelden, um dabei zu sein, um gemeinsam mit unserer Gruppe wunderschönen Altai mitzuerleben. Es wird eine ganz besondere Reise sein, das spüre ich jetzt schon. Und ich freue mich auch mit jedem, der auch mit uns fliegt, dorthin die Zeit dort zu verbringen, in die Kraft zu kommen und auch viel erholter, gesünder und friedlicher auch dann nach Hause zu kehren, um hier auch in Europa mit neuer Kraft und mit neuer Energie weiterzuarbeiten. Und ich bin mir sicher, jeder, der dorthin nach Altai kommt mit uns, der wird diese Reise für immer in Erinnerung behalten. Von meiner Seite danke ich dir schon für die Aufmerksamkeit. Schön, dass du da bist und wie falls du dabei sein willst, melde dich an und viel Spaß auch mit. Auf bald.